Hallöchen und wieder mal herzlich willkommen zurück bei Honeypop. Wir hatten eine heiße Nacht mit Audrey und wir sind wieder morgen danach. Warum? Was hast du denn gemacht? Du hast doch hier bloß geraucht. Danach? Wonach? Nein, ich weiß von nichts. Ich habe deine Panties. Ja, doch, sehen der von Jessie sehr ähnlich. Auch wenn ihr beruflich, ja, hinten und vorne nichts miteinander zu tun habt. Du hast wieder, ja, ein bisschen, ja, nicht Hunger. Du bist wieder gesättigt. Gesättigter, ja. Wir können also quasi noch mal ein bisschen was mit dir quatschen. Since you're here, you can answer this for me. What's your biggest turn-off, huh? Zum Beispiel die Zigarette danach von letzter Nacht. Ja, Chicks to Smoke, nein. Ja, der So you halt don't kein have to Spaß worry hat. about me. Fun is pretty much my deal. Ja, vor allem der Spaß von letzter Nacht. Okay, here's an asshole test. My favorite color. What is it? Come on, I'm waiting. Velvet Red. What did you do? Write it down? Nein, auswendig gelernt. You know what I've been wondering? So, what's your go-to position? Ah, von hinten, das wissen wir. Du magst es am liebsten von hinten. I think you and I are going to get along just fine. Das war definitiv die Nacht über so, oder? So, wir schauen weiter. Oh, jetzt hauen sie alle hier aus der Stadt ab. Mann, Bailey, ich wollte dich doch auch nochmal treffen irgendwann. So. Um wen kümmern wir uns denn jetzt mal? Ich würde mal sagen, Tiffany war schon lange nicht mehr mit uns zusammen. Ja. Okay. Bye. Ja, gute Fahrt. War schön mit dir in meinem Schlafzimmer. What's happening? Nicht viel. Wir gucken einfach nur. Wir genießen die Aussicht bei dir. Wir wussten noch nicht alles von dir. Farbe, Geburtstag, Beruf und Bildung. Question time. You're not like dating anybody else right now, are you? Nein, nur sieben andere außer dir. Genau, die Antwort kenne ich noch. Yeah, right. You wish. Und eine davon haben wir letzte Nacht mal eben so durchgefegt. Aber das wollte ich auch nicht hören. I want to ask you something. What are your thoughts on school? I mean, going to college. Ja, toller Platz, um junge heiße Mädchen kennenzulernen. Wirst du nicht hören wollen, oder? Große Zeitverschwendung ist wahrscheinlich auch nicht so. Und ich wünschte, Schule würde nie enden. Du bist ja die Schülerin, deswegen. I know, right? There's something about the academic setting that I love. So. Wir gucken mal, wir haben ein Bild bekommen und zwar von Niki. Sie konnte letzte Nacht nicht schlafen und ja, sie war online und sie hat Geräusche gehört und ist so müde. Was hat sie uns denn da geschickt? Das vom Text her ergibt das noch kein Bild in meinem Kopf. Wir gucken mal rein. Ja, das sieht ein bisschen nachdenklich aus, aber süß. Ich dachte, du bist so nerdy-mäßig oder so. Du siehst aber doch gar nicht so aus. Weiß nicht, ist so eine, ja, so ein abwesender, leicht verträumter Blick. Auf jeden Fall hübsch anzusehen. Weil für das letzte Nacht war, ist das draußen doch verdammt hell irgendwie bei dir. Aber das muss wohl so sein. Gut. Tiffany, Date. Sure, sounds like fun. Ready to go? Aber sicher. Ach, wieder Eis, Schlittschuhlaufen. It's been a while since I've last skated. Don't laugh at me. Skaten? Das sieht mir eher nach Eisfläche aus, oder? Egal. Du mochtest grün und kein Rot. So, fangen wir erstmal so an. Noch ein Herzchenpärchen kriegen wir nicht. Köpfchen kriegen wir hier, sonst nicht. Einmal.
Da kriegen wir jetzt alles rein. Töpfchen passen alle noch nicht. Auch nicht hier, auch nicht hier, auch nicht. Was war die Dinger? Ja, rot macht sie nicht. Genau. Wenn wir jetzt hier noch eine Glocke hätten, dann. Okay, ist jetzt ein bisschen. Das kann aber kaputt machen. Fein. Dann würde ich sagen, holen wir uns an dieser Stelle weg schon mal mehr Züge. Holen wir uns jetzt mehr Züge. Aber gibt es da ein Maximum von 20 Zügen, die wir uns auch so holen können? Ich weiß gar nicht. Da war was Blaues. Das war ordentlich. So. Jetzt könnten wir uns quasi kümmern, dass wir da noch so ein paar von diesen roten Herzen gleich wegbekommen. Aber die Tröpfchen passen alle noch nicht. Nein, das passt noch nicht. Oh, da müssen wir aufpassen. Da an der Reihe was Grünes, aber den Gefallen tut uns nicht. Ne, da müssen wir uns hier mal. So. Hey, Tröpfchen, wo seid ihr denn? Jetzt haben wir die schon mal auf einer Ebene zumindest. So, wieder ein Zug mit dabei. Ja, jetzt hier was Grünes, aber nein. Dann haben wir 14 Züge über, hallo? Nicht so viele Punkte. Nein, dann kommt die Herzen an. Ich will doch nicht unbedingt Punkte verschenken. Das sollte jetzt keine große Kritik sein, dass ich Punkte habe. Deswegen unbedingt wieder alle loswerden möchte. Nichts hin. Doch hier, da. So. Müssen wir aber nochmal machen. Den einen runter. Aber genau so. Ja. So, jetzt holen wir uns die Überlegung. Und haben es dann auch schon geschafft. 3008. Ja. Freut mich, dass es dir hier gefällt mit mir. Ich habe übrigens einen schönen Nachmittag quasi der Eisbahn, wo du scheinbar Schlittschuh läufst, bereiten konnte. Gut. Einmal noch Quatsch. Hey, question. What was your first kiss like? Sloppy. Aw, that's cute. But I hope you've gotten better since. Das wirst du, behaupte ich mal, irgendwann raus. Wie alt warst du denn nochmal? Ich meine, wir werden wahrscheinlich. Ach, du warst 20. Du warst. Nee, du warst die Jüngste, ne? Gab's einen, die jünger war? Ich glaube nicht, ne? Wir gucken mal weiter. Wen haben wir denn noch? Kienna. Wir besuchen Kienna. Catch you later. Und Kienna treibt sich. Good to see you. How you holding up? Das Outfit kennen wir, glaube ich, gar nicht von dir, ne? Sportlich. Das würde schon eher auf den Tennisplatz passen und nicht unbedingt hierhin. Na gut, hier natürlich auch, aber ich meckere nicht. Oh, wir haben noch gar keine Geschenke gekauft.
Haben wir dich so vernachlässigt die ganze Zeit? Markus, hier, bitteschön. Oh, dude, this is so cool! Ja, für dich doch immer. Was können wir dir denn noch alles andrehen? Moment, was mochtest du am liebsten trinken? Pina Colada. Pina. Pina. Dann kriegst du noch einen Whisky und eine Lime Margarita. I'm cool for now. Maybe und? Later. Ey. Trinkt ihr alle nur nachts? Alright, Alki. A little too soon for that, no? Es ist Abend. Die Sonne geht schon unter. Da kann man doch ruhig mal anfangen hier. Ist doch quasi romantisch, so zu zweit, ne? Keiner da. Okay, dann fragen wir dich halt. So, I've been thinking. Do you think of yourself as a person who takes responsibility for his actions? Das sollte man doch wirklich tun, ne? Very much. Not really. Wir machen alle Fehler. Ja, auf jeden Fall oder wir machen Fehler. Auf jeden Fall. That's really, really good to hear. Unfortunately, I haven't met many people like that. Ja, sagt ja auch nicht jeder das, was du hören möchtest, ne? Hm? Surprise question! I'll be surprised if you get this one. My birthday? März oder 13. Mai? 16. März. Ja. For a second, I wasn't sure you were gonna get it. Du, das war ich sogar für 2 Sekunden nicht. Wir daten dich. Real? Yes! Just give me a second to get ready. 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden. Du hast länger wie 1 Sekunde. I'm glad you asked me out. This is beautiful. Aber wieder dein hübsches Outfit an, auf jeden Fall. Da, dem Outfit hat das letzte Date ja auch geklappt, nachdem wir da so eine lange Talfahrt quasi mit dir hatten. So, du mochtest blau, aber kein orange. So, hier. Da. Right on! Blau und orange. So, jetzt nehmen wir den Köpfchen. Nein. Köpfchen. Nein. Vorsicht, Herzen hier auf jeden Fall. Wenn wir den jetzt runter machen, dann haben wir nämlich schon eine Sauerei hier. Köpfchen auch hier, aber würde uns, glaube ich, auch die Punkte versauen. Und 73 ist nicht die Welt. Ja, gut. Die 16 Punkte können wir wirklich verzichten. So, Herzchen. Hier, Herzchen. Aber dann kriege ich mal den Vierer hier unten. Ich mache mal lieber den Vierer oder lieber das Herzchen. Aber hier haben wir noch einen Vierer. Angst können wir nicht. Mochtest du eh nicht, aber. Ich muss nicht mal auf dich hören. Hier kommt Vierer. Oh. 480 Punkte. Das war natürlich ordentlich. So, Tröpfchen haben wir hier nicht. Right on! Hier werden 5er auch schön. Dafür müssten wir aber hier die. Nein, nicht mehr die Glocke, da müssen 2 runter. Ist gut. So, hier haben wir 4er, 4er oder einen mit großen. Der große war, wie viel Bonus? Ich weiß nicht, wie viel Bonus dazu gibt. Oder so. Okay, Entscheidung. Okay, das ist auch nicht verkehrt. Da haben wir 2 große hier. Schön. Jetzt sind wir aber hier unten immer noch nicht weiter. Alles diagonal. Und da kriegen wir einzwischen. So. Jetzt könnten wir eigentlich mal die bösen Herzchen eliminieren. Dann machen wir es in den Zügen. So. Alright. Jetzt können wir da nämlich. So, jetzt könnten wir uns theoretisch auch gleich direkt die Züge holen, wenn wir wollen. Der müsste jetzt noch einen nach unten. Das kriegen wir aber jetzt immer noch nicht hin. Mal die Züge.
Folge. Thanks, man. Du wolltest blau. Wir haben sogar Post, sehe ich gerade. Müssen wir gleich mal dran denken, da nachzuschauen. Hier können wir uns noch was gut holen. Hier können wir uns noch was gut holen. Nicht holen. Ja, dann knacken wir es mal. That was so awesome. Thanks for asking me out. Gern geschehen, junges Fräulein. Wo sind wir denn jetzt bei dir? Bei 3 Sterne? Das war unser zweites erfolgreiches Date. Zweimal dieses Outfit angehabt, zweimal hat's geklappt. Ist doch wunderbar, oder? Ja, schönes Date mit Kiana und ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, denn die nächste Nacht könnte interessant werden. Ciao!